Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt von mir. Ich bin der Chuck und präsentiere euch Kona vom Entwickler Parabool. Das Spiel ist angesiedelt in Nordkanada der 70er Jahre, um genau zu sein 1970 im Oktober. Wie man sehen kann, ist es da schon etwas kühler. Ja, wir schlüpfen in die Rolle von Privatdetektiv Karl Forbert. Oder Faubeur? Keine Ahnung. Denn, wie ihr vielleicht wisst, Kanada ist ein zweisprachiges Land, bilingual sozusagen. Englisch und Französisch sind als Amtssprachen anerkannt. Das ist das erste Spiel übrigens einer vierteiligen Reihe. Und Kona markiert quasi den Anfang dieser vierteiligen Reihe. Ja, die dann zu einem großen Ganzen zusammengeführt wird. Und es ist ein Survival-Privatdetektiv-Game. Detektiv-Game, kann man sagen. Ne? Privat lasse ich mal weg. Aber wir sind halt ein Privatdetektiv. Und ja, wir wurden engagiert von einem reichen Industriellen, nämlich dem W. Hamilton. Die Musik, die da so schön im Hintergrund vor sich hindudelt, ist von der Quebecer Folkband Cure Label. Und das Spiel wird aus einer Erzählerperspektive so ein bisschen vorangetrieben, storytechnisch, ne? Ja, sehr cool. Allerdings nicht von Karl selber, sondern ja, es ist eine eigenständige Erzählerperspektive und Karl wird dort auch in der dritten Person vorkommen. Ja. So, ja, dann fangen wir einfach mal an. Ich konnte das Spiel nicht mit Shadowplay aufnehmen, mit Fraps habe ich es jetzt aufgenommen oder nehme ich es gerade auf, denn es arbeitet nicht mit Shadowplay zusammen. Also alle, die das Spiel vielleicht von euch auch noch Let's Playen wollen. Es ist übrigens ein Early Access Titel bzw. in Development bei GOG. Erscheint allerdings schon im März diesen Jahres. Denn vor kurzem ist auch ein Update erschienen, ne, ein größeres Update, was das Spiel sozusagen so ein bisschen vorbereiten soll auf den baldigen Release. Und auch deswegen habe ich zugegriffen. Denn es ist quasi so gut wie final, diese Version, die wir jetzt spielen wollen. Na, ich fange einfach mal an, lange Rede, kurzer Sinn. Start. Aha, spielen. Ja. Fangen wir mal an. Spielen wir mal, legen einen neuen Speicherstand an und jetzt wird direkt geladen. Na? Wird's was? Ja, das sieht gut aus. Wunderbar. Wir sind im Auto unterwegs. Wir haben anscheinend Hitzewallungen. Das ist so ein Survival-Game, Carl Faubert schon sought sagte. information for a living. That is to say that ever since he returned from Korea, after having served with the armed forces, he had been working as a private investigator in Montreal. William Hamilton, a rich industrialist, had gotten in touch with him regarding a simple vandalism issue. Nothing to write home about. Not worth hiring a private eye either, just so he can drive for hours on rough roads. But that's how it had always been. The client pays, Carl gets it done. Okay, jetzt müssen wir Gas geben. Oh, das dauert eine Weile, bis die Karre Gas gibt. Ist ja auch schon ein bisschen älter, das Modell, ne? Aus den 70er Jahren immerhin. At the general store, his client's business. Well, actually, the entire village had William Hamilton's name written all over it. Ja, soweit erstmal so normal, ne? Ein stinknormaler Tag im Leben eines Privatdetektivs. Was haben wir da? Anschalten. When the roads were bad, muddy or snowed in, it was customary around these parts to close them off. But it Okay. was also customary to ignore those signs entirely and drive there anyway. Der Rastplatz. Okay, unser erstes Ziel, der Rastplatz, und das Spiel wird auch direkt gespeichert. Also gibt es Speicherpunkte, wir müssen nicht mal selbstständig speichern. Na, das nenne ich mal komfortabel. Ja, ist bei den meisten Spielen heutzutage so, ne? Weil die ja auch meistens auch für Konsolen erscheinen. Aber ob dieses Spiel für Konsole erscheint, weiß ich nicht. Aha, mit E, ja, ist auch die Standardtaste, denke ich mal. Können wir hier was aufheben? Eine Flasche, eine leere Flasche.
Pfandflasche vielleicht, unser kleiner Nebenverdienst für heute. Denn wir sollen uns ja, wie wir gehört haben, in einem Gemischtwaren oder vor einem Gemischtwarenladen treffen. Da können wir die vielleicht direkt einlösen. So, gehen wir mal hoch, das ist ein toller Hochstand. Mach ich mal zuerst, ne? Erstmal das. Okay. Eine Art Totemfiguren der hiesigen Indianerstämme. Naja, sieht schon mal nicht so vertrauenserweckend aus, aber ich weiß nicht, um was es hier direkt geht. Also das ist erstmal ein stinknormaler Fall, den wir als Privatdetektiv angenommen haben. Und ja, was uns denn hier heimsuchen wird oder so, keine Ahnung, Leute. Ich bin da wirklich sehr blind an dieses Spiel herangegangen, wie es so mein Naturell ist. Was haben wir denn da? Eine Zange oder was? Da ist auch noch was. Ja, das nehmen wir auch noch mit. Sehr schön, können wir alles gebrauchen. Emperor Duplessis, oh. In spite of his conservative agenda, did a good job in colonizing the rural north, which helped to reestablish the region as an integral part of the province of Quebec. The blue fleur-de-lisée could be seen fluttering in the wind here and there, taunting the red Canadian flags on the other side of the province's boundaries. Tja, jetzt sind wir offenbar, befinden wir uns jetzt in diesem franko-kanadischen Bereich. Ja, die Lampe können wir ruhig wegnehmen. Es ist noch hellichter Tag. Betonung auf noch. Und hier ist es auch noch gar nicht verschneit, also gar nicht so wie im Intro eigentlich. Na, mal sehen. Vielleicht ist hier auch noch irgendwas, was wir mitnehmen können. Denn ich sagte ja eingangs, ne, oder schon des Öfteren, habe ich das jetzt erwähnt, dass es sich um ein Survival-Game handelt. Also müssen wir alles einsammeln, was wir wahrscheinlich so irgendwie verwerten können, um zu überleben. Na? So. Aha. Mit Tab können wir auch die Taschenlampe aktivieren. Das ist doch schön zu wissen. Mal gleich mehrere Tasten für die Taschenlampe. Kommt mir sehr entgegen, weil ich ja dann und wann ein bisschen vergesslich bin, ne, was Tastenbelegung angeht. So, also jetzt können wir erstmal nicht durch. Wir müssen, denke ich mal, die Schranke öffnen. Hamilton never mentioned a roadblocking barrier. Why was it needed here in the back of beyond? That would, however, be a mystery for another day. Carl had waited long enough for someone to come and raise it. Still not a soul in sight. There was no point in waiting any longer. Carl had to figure this one out by himself. Ja gut, der Erzähler sagt mir immer, was ich zu tun habe. Sehr schön. Knacken wir mal das Schloss. Hamilton is waiting for Carl in the general store. It was time for him to get down to business. Wunderbar. War eine etwas größere Zange. Ja, wunderschön. Haben wir direkt die Kette entfernt. Aber ich glaube, hier ist auch noch was, was wir mitnehmen sollten. Den Stuhl, nee. Können wir uns auch ducken? Ja, ein bisschen. Man kann in die Knie gehen. Ich glaube, er ist schon ein bisschen älter. Ach, da liegt ein Stein oder so. Untersuchen. Dann mache ich danach. Hier haben wir auch noch was am schwarzen Brett. Ein Flugblatt. Ja, lesen. Nee, was wollte ich lesen? Ach, Quatsch. Nimm's mal nochmal. Sonst, er nimmt es anscheinend nicht mit. Okay. Nordquebec mit unerschöpflichen Rohstoffen. Die Provinz Quebec verfügt über geradezu endlose natürliche Rohstoffe. Was spricht dagegen, diese zu nutzen? So ein kleiner Seitenhieb. Unsere wertvollen Ressourcen können lange Strecken transportiert werden, bis zu solchen fernen Orten wie Dallas in den USA. Machen Sie mit und investieren Sie jetzt. Wir erwecken die wirtschaftliche Stärke von Quebec im Herzen der Wildnis. Im Norden wimmelt es von Wölfen, Rentieren, Bären, Rebhühnern, Füchsen, Schneeeulen und endlosen anderen majestätischen Tieren, die dem Tierleben in der afrikanischen Wildnis in nichts nachstehen. Wir sind das Afrika von Amerika. Besuchen Sie den Norden und entdecken Sie einen wahren weißen Dschungel. Der Bezirk Menesten oder so und seine Menschen würden Sie gerne willkommen heißen. Möglichst bald. Tja, sie leben anscheinend vom Tourismus im Wesentlichen. Dieser verlassenen Gegend, na gut, klar, ne? So, und was die Gegend halt so hergibt, also wie die Ressourcen, also die es hier gibt, ganz klar,
die offensichtlich sind hier, der Wald. Das ist eine große Ressource, die sie haben. Untersuchen einen Stein. Declare his conscience, a $10 bill. Als Entschädigung. Carl was an honest man. Verdammt. Ich aber nicht. Nimm den Schein mit. Tja. Naja, was sollen wir machen? Karl ist halt so, ne? Weil hier niemand sitzt. Na, ist anscheinend die Mautgebühr jetzt, die wir jetzt entrichtet haben. Und was soll's, ne? Anscheinend hat er ja genug Geld. Das Geschäft ist einträglich. Als Privatdetektiv. Aha. Tja. Anscheinend oft genug. Ah, wahrscheinlich kriegt man auch ein Achievement dafür. Also ich habe die jetzt nicht aktiviert bei mir. Sonst müsste ich Galaxy runterladen. Denn ich habe mich für die GOG-Version entschieden des Spiels. Ne? Ja, bei Galaxy gibt es auch Achievements. So, und dann fahren wir einfach mal weiter. Zum Gemischtwarenladen. Ja, okay. William Hamilton enjoyed a lavish country house built in the very heart of the northern forests. Not too far from here. Mhm. Naja, daran allieren sie doch, ne? The local populace was divided when it came to the affluent man. Some saw a wealthy philanthropist dedicated to improving the region's economy. Others an aging Englishman who would do anything to further his fortunes. Sure. And those ones hated him enough to go on about scheming against him. Das kann sein. Carl's military training had made him a very punctual man. Being late to his meeting with Hamilton was out of the question. Ja, okay. Hamilton had recently acquired a few local businesses. But the last straw was the reopening of a mine, which gave rise to a wave of protests and threats from the Cree people. Cree? Das sind schon mal die Indianer hier. Given these circumstances, Carl reckoned that a good number of people must be feeling compelled to oppose Hamilton in one way or another. So far, only the industrialist's house had been a target, but soon enough, Carl thought, schlimm genug. The target would become the man himself. Tja, das wäre natürlich noch schlimmer. Und seiner Familie vielleicht, auch von Familie war ja noch nicht die Rede. Der Hamilton überhaupt Familie hat. Oh, okay, jetzt wird's wieder zu einer Sieg. Oh! Mann, Mann, Mann! Oh, okay, das lief schon mal nicht so wie geplant. Ich glaube, wir sind bewusstlos. Karl, sag doch was. Oh, oh. Carl needed to get out of there. The cold and the pain required urgent care. Alles klar. Ja, das Auto kommt noch nicht raus und wir sind verletzt und uns ist kalt. Natürlich, ne? Anscheinend waren wir sehr lange bewusstlos. Ach, jetzt geht das Spiel erstmal richtig los. Kona. Wir waren kurz im Koma. Konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Ja, können wir noch irgendwas aus dem Auto vielleicht extrahieren? Ah, die Klappe können wir öffnen. Ach ne, da können wir nur was ablegen. Was nehmen. Anzünder, ja. Gut, nehmen wir das mal. Haben wir den jetzt im Inventar, oder? Okay. Gegenstände, was stand da? Platzieren oder so? Stand nur ganz kurz da. Ja, ablegen und nehmen. Genau. Aber wir haben es doch genommen, ne? Genau, jetzt können wir nur was ablegen. Alles klar. Haben wir das richtig gemacht. Complaining was not in Carl's nature. It would take more than light injuries to interrupt his investigation. Nö. Sowieso nicht. Mal sehen, wie es dem Fahrer geht. Oh. It was still best to check it out and leave nothing to chance. Genau. Carl needed help. Eben. It was a small locked box engraved with the letters WH. Oh, okay. Carl thought about taking it. Nothing was to Hamilton? Be left to chance. Kann sein, ne? Können wir das Teil noch irgendwie öffnen? Ach, da liegt auch noch was drin. Ein Health Pack mit einem Erste-Hilfe-Kasten. Können Karls Wunden verarztet werden. Na, super. It was so cold. Oh, already Carl did not feel his toes anymore. Scheiße. Und unser Sichtfeld, ne? Habt ihr das bemerkt? Das wird immer enger. Scheibenkleister.
muss mal schnell irgendwie Holz finden oder so, ne? Sonst habe ich hier bald mittelschwere Problemchen. Oh nee, das muss jetzt nicht sein. Scheiße. Schlechter und sprintet kürzere Strecken. Ja, also wenn man jetzt unter Stress sein kann, das kann man niemanden verdenken, glaube ich. Also wenn denn jetzt, denke ich mal, unter diesen Umständen, die nun ungünstiger gar nicht sein können. Aha, okay, Ausrüstung. Was haben wir denn alles jetzt eingesammelt? Eine Karte, haben wir ein Notizbuch, das ist nicht euer Ernst. The Polaroid. Carl's long-standing and faithful ally. Ja, schön. Er hat nur eine Polaroid. Of husbands caught red-handed cheating. Gibt's heutzutage. There's always something out there waiting to be snapped away. Ja, das ist natürlich. Die waren schon cool, wenn du damals diese Polaroid-Kameras. Verbrauchsgüter. Ah, wahrscheinlich muss ich hier mal gucken. Verschlossener Eisenkasten. Zigaretten. Die bringen uns jetzt gar nichts. Ich werde erstmal. Ah, das habe ich mich anscheinend geheilt. Können wir damit irgendwas sehen, was wir sonst nicht sehen könnten? Nein, das ist jetzt nicht Projekt oder Project Zero. Cold turned into pain. Ach, scheiße. Carl needed to find someplace warm. Einen warmen Ort finden, ah, okay. Rennen wir mal mit der Kamera hier rum. Ich gehe einfach mal hier jetzt lang, also das... Ah ja, da ist irgendwas. Antamipik oder so. Mann, schnell rein. Das sieht gut aus. Was haben wir denn da mit der Kette? Better than he had hoped. Carl Faubert had succeeded once more and was now on his way to new adventures. Jo. Sehr geil. Ich muss den Ofen irgendwie ankriegen. Uns fehlen noch Teile dafür. Scheiße. Ist das hier noch zu finden irgendwie? Uns bewegen. Haben wir das jetzt eingesammelt? Ich glaube, wir müssen uns beeilen. Also ich habe so das Gefühl... jetzt können wir Feuer machen. Gut. Puh! Gerade noch rechtzeitig, würde ich sagen. Cool. Also mir gefällt das Spiel schon richtig gut, Leute. Könnt mir in die Kommis schreiben, wie ihr das so seht. Ob ihr es vielleicht auch angefangen habt oder so. Also ich finde es richtig genial. Zumal ich auch noch keine Erfahrung habe, also mit irgendwelchen Survival-Games. Survival-Horror schon. In Gestalt von Resident Evil natürlich. Das erinnert mich gerade auch so ein bisschen an den neuesten Ableger, an den siebten Teil. Tja, gut. Also jetzt haben wir erstmal unser Leben gesichert. Denn ihr seht, unser Sichtfeld ist auch wieder ein bisschen weitläufiger. Ne? Also wir haben nicht mehr diesen Tunnelblick, den wir vorhin hatten. Mach das mal zu, damit die Wärme auch nicht rauszieht. So, können wir die Lampe noch irgendwie verwenden? Ich glaube, ich muss in die einschalten. Ah, geil, cool. Na gut, wir haben eine Taschenlampe, aber auch die, denke ich mal, ist irgendwann aus. Wenn wir keine Batterien mehr haben, ne? Achso, wir können es nur an- und ausschalten. Naja. Vielleicht sieht er so auch mehr, ne? Was sind das da? Mehlwürmer oder was? Zum Angeln? Sieht fast so aus. Vielleicht müssen wir ja auch angeln im Spiel. Wäre cool. Das sieht aus wie so eine kleine Ölkännchen. Und alte Milchflaschen, die aber schon leer zu sein scheinen. Ja, irgendwann muss er auch mal was trinken, denke ich mal. Aber gut, das dürfte ja nicht das Problem sein angesichts des Schnees. Achso, die Tür geht ja nach innen auf. Das ist cool. Ja. So, wunderbar. Ich glaube, mit dem Auto können wir nicht weiter, oder? Ach, hier können wir auch Feuer machen. Och, mehrere Feuerplätze haben wir hier. Das ist natürlich super. Gibt es hier auch wärmere Klamotten vielleicht? So, Leute, aber ich würde mal sagen, mit der Besteigung dieses... Oh, das klingt ja wieder böse. Mit dem Erklimmen dieses Hochstandes... der leider nichts Neues für uns zutage fördert, würde ich denn den Part erst einmal beenden wollen. Also denn, falls euch dieses Spiel gefällt und auch mein erstes Video zu diesem Spiel, dann lasst doch bitte ein Like da, ne? Also denn, bye bye, ciao ciao, bis zum nächsten Mal, euer Chuck. Lasst es euch gut gehen.